Herzlich willkommen beim Tirol TV Magazin. Ich freue mich, dass Sie wieder bei uns hereinschauen. Was Sie diesmal in unserer Sendung erwartet, das zeigen wir Ihnen jetzt in der Tirol TV Vorschau. Die Euro 08 steht vor der Türe. 16 Teams spielen um den Titel. Wie viele Teams stehen aber eigentlich im Viertelfinale? Die Volksbühne Mills sorgt mit der Komödie Die drei Eisbären wieder einmal für beste Unterhaltung. 20 Rennen waren im alpinen Tiroler Wasserkraft Cup zu bestreiten. Jetzt stehen die Sieger fest. Neuigkeiten aus Kufstein präsentieren wir Ihnen in Lust auf Kufstein. Judo, Kabarett und eine Nachbetrachtung von Ostern sind die Themen. Neuigkeiten aus der weiten Welt der Motoren präsentiert Ihnen Kurt Bernard. Unter anderem haben wir den Genfer Autosalon besucht. Jede Woche der Top-Film in den heimischen Kinos. Diesmal ein Thriller mit garantierter Hochspannung. Wer bleibt, wer geht, wer kommt? Die Landtagswahl am 8. Juni scheint sich zum wahren Thriller zu entwickeln und bietet nicht nur den Wahlkampfstrategen ein enormes Betätigungsfeld. Es ist wunderbar. Ich muss da echt sagen, ich habe mir immer gedacht, ich bleibe nur ein über private Idylle sich auslassender Kabarettist, aber langsam denke ich mir, ich muss jetzt endlich in Jungen van Staal und in noch jüngeren Dinghauser, bevor sie zu jung werden, in ein Kabarett verweisen. Ausgehend vom Ergebnis der Landtagswahl 2003 zeichnet sich bei den Prognosen derzeit ein klares Bild ab. Auch die Tirol TV Prognose, die Sie mit Ihrem Ergebnis per Mail an wahl08@tiroltv.at mitbestimmen, zeigt die derzeit im Tiroler Landtag vertretenen Parteien als Verlierer. Besonders dramatisch ist die Entwicklung für die Tiroler Volkspartei. Lässt man die Wahl im Jahr 1945 außer Acht, hat die VP im Jahre 1989 mit 64,6% ihren Topwert erreicht. Mit der derzeitigen Prognose von 43,12% verliert die VP nicht nur über 21%, sondern fährt auch das schlechteste Ergebnis in der Nachkriegsgeschichte in Tirol ein. Aber auch für den Regierungspartner SPÖ Tirol sieht die Zukunft nicht rosig aus. Nicht nur, dass die derzeitigen Prognosen von einem Stimmenverlust ausgehen, hat die SPÖ mit weiteren Problemen zu kämpfen. Am 27.10.2007 war die SPÖ-Welt noch in Ordnung. Im Bereich Kitzbühel wurde ÖGB-Vorsitzender Franz Reiter zum Spitzenkandidaten gewählt. Im Landesparteivorstand der SPÖ Ende März musste Reiter eine schwere Niederlage hinnehmen. Statt sicher im Landtag vertreten zu sein, fand sich Reiter nur mehr auf Platz 11 der Landesliste, ehe er seine Kandidatur überhaupt zurückzog. Mit ihm haben einige weitere Kandidaten ihren Rücktritt erklärt. 2003 erreichte die SPÖ in Kitzbühel immerhin noch 26,24%, um rund 1% mehr als im ganzen Land. Jetzt denken einige laut über eine rote Arbeitnehmerliste oder über einen Wechsel zur Liste von Fritz Dinkhauser, der derzeit nach den Prognosen der einzige Wahlsieger ist. Die 10%-Marke dürfte Dinkhauser nach den Entwicklungen der letzten Tage wohl sicher erreichen. Offen sind ja noch seine Mitstreiter, die wohl auch Signalwirkung auf die Wähler haben werden. Detail am Rande, Willi Tilg ist laut den derzeitigen Prognosen nicht mehr im Landtag vertreten. Tatsache ist derzeit, eine Alleinregierung wird es nicht mehr geben. Und bei der Partnersuche wird sich die Tiroler Volkspartei sicher nicht leicht tun. Aber noch ist bis zum Wahltag am 8. Juni ein wenig Zeit und wir werden Sie weiterhin über die Entwicklungen auf dem Laufenden halten. Im Tivoli-Stadion kann man doch noch gewinnen, zumindest die Swako Raiders. Die Tiroler Footballmannschaft hat gegen Graz das Auftaktspiel mit 32:12 gewonnen und einen perfekten Saisonstart hingelegt. Was sonst noch passiert ist in unserem Land, das sehen Sie jetzt in den Tirol TV Nachrichten. Kitzbühel Tourismus besteht auf medizinischer Akutversorgung in der Gammstadt. Entgegen mancherorts aus Politik und nahestehenden Medien geäußerter Kritik formuliert Kitzbühel Tourismus unmissverständlich den Anspruch auf medizinische Versorgung für die Ferienregion und weltweit bedeutende Sportstadt Kitzbühel.
Wenn auch immer verfehlte betriebswirtschaftliche Strategien und das Primat der Politik eine Schließung fordern und mit teils fragwürdigen politischen Mitteln versucht wurde, das Krankenhaus der Stadt Kitzbühel sozusagen zu zerreden, so geht es Tourismusobmann Christian Harisch unisono mit Direktor Peter Marko fernab aller Politstrategien allein um das internationale Ansehen Kitzbühels, wenn es um professionelle medizinische Versorgung geht. Und was das betrifft, ist der Professionalität des Kitzbüheler Spitals aus fachlicher Sicht nichts entgegenzusetzen. Dies wird zumindest international von Fachleuten so gesehen. Wenn man uns das Krankenhaus nehmen würde, würde man die touristische Entwicklung von Kitzbühel zerstören, verhindern. Wir würden nicht aufsteigen in die Top-Liga, sondern wir müssen absteigen in die Regionalliga. Harisch folgt entschiedenermaßen den Vorstellungen des Kitzbüheler Bürgermeisters in Sachen Kitzbüheler Krankenhaus und machte dies unlängst auf einer Pressekonferenz in Innsbruck deutlich. Der Zillertaler Luki Grill hat seine Karriere beendet. Nach 16 Jahren im Weltcup hat der 40-jährige Weltklasse-Biathlet seinen Rücktritt erklärt. Von seiner Heimatgemeinde Dux wird der neunfache Weltcupsieger und oftmalige WM-Medaillengewinner geehrt. Der Luki Gredler ist beispielhaft. Er ist der Sportsmann vom Scheitel bis zur Sohle. Ludwig, du bist zum echten Vorbild für die Zillertaler Jugend geworden. Die Duxer Langlaufloipe, auf der du deine Karriere begonnen hast, dieser Loipe deinen Namen zu geben. Die Duxer Langlaufloipe wird ab sofort in die Ludwig Gredler Loipe umbenannt. Überrascht, dass da die Duxer Loipe auf Ludwig Gredler Loipe umbenannt wird. Also das ist sicher eine große Ehre. Nach seiner aktiven Zeit wird Ludwig Gredler nur als Biathlon-Trainer im österreichischen Skiverband tätig sein. Landschaft, kommunale und soziale Strukturen konsumieren. Das sind die Merkmale temporärer Einwohner von Kitzbühel, auch Freizeitwohnsitzler genannt. Sie leben in Kitzbühel, aber bis auf ganz wenige Ausnahmen nicht mit Kitzbühel. Und so belasten sie das kommunale Netzwerk derer, die hier wohnen und arbeiten, in unverhältnismäßiger Weise. Faktisch muss jeder Kitzbüheler Rentner die Kommunalabgaben eines dieser luxuriösen Wohnsitze mitfinanzieren. Da ist endlich das Land gefordert, dass wir aufgrund des hohen Freizeitwohnsitzanteiles wirklich nahezu die doppelte Infrastruktur, die wir eigentlich für die einheimischen Bevölkerung benötigen, zur Verfügung stellen müssen. Und diese Kosten werden natürlich über die Abgaben auf die Bevölkerung umgelegt. Und zwar auf jene Bevölkerung, die in Kitzbühel anwesend ist und Gebühren verbraucht. Und nachdem Freizeitwohnsitzbesitzer eher selten da sind und keine Gebühren verbrauchen, wäre es meine Idee, dass man für diese Freizeitwohnsitze eine sogenannte Infrastrukturabgabe einführt, weil es nicht zu verstehen ist, dass diese ganzen Kosten fast 1:1 dem einheimischen Bürger aufgebürdet werden. Ich kann jetzt nur das Beispiel Kärnten nennen. Da ist eben entschieden worden, dass pro Wohneinheit 55 Euro maximal verlangt werden dürfen. In Bayern gibt es einen Quadratmeterschlüssel pro Wohnfläche für Freizeitwohnsitze. Also da gibt es verschiedenste Modelle, die in der Praxis funktionieren, die auch gesetzlich geregelt sind. Und ich kann nicht nachvollziehen, warum das in Kitzbühel bzw. in anderen Gemeinden Tirols, die dasselbe Problem haben, nicht gehen sollte. Der Verein Tiroler Wirtshauskultur hat sich speziell der regionalen Tiroler Küche verschrieben. Zu einem guten Essen darf auch kein edler Wein nicht fehlen. Zusammen mit dem österreichischen Top-Winzer Heinrich Weichselbaum hat die Tiroler Wirtshauskultur einen neuen Wirtshauswein kreiert, einen Montanus Grüner Veltliner. Der ursprüngliche Gedanke ist gewesen, dass man für unsere Wirtshäuser, die was momentan 130, 135 Betriebe ausmachen, auch die Kultur in die Weinkarte hineinbringen. Das war der Hintergedanke. Und was jetzt heuer neu dazugekommen ist, ist zum Roten, zum Zweigelt, ein Weißwein. Gleichzeitig werden bei der Präsentation die Top-Montanus-Wirte des Jahres 2007 geehrt. Darunter belegt Siglinde Schatz vom Landgasthof Wilner Mann in Lanz den ersten Platz. Mit dieser Weinpräsentation wurde die erste kulinarische Aktion des Jahres 2008, das Frühlingserwachen im Tiroler Wirtshaus, erfolgreich eingeleitet. Der Sozialsprecher Kitzbühel-Jochberg Aurach. Ohne Gertrud Rief, Kitzbühler Gemeinderätin der SPÖ, nicht zu denken. Und ohne sie wäre er nicht das, was er ist, der Sozialsprengel. Jetzt hat sich die engagierte Obfrau aus der ersten Reihe zurückgezogen. Die manchmal etwas spröde Gemeinderätin zeichnet sich aus durch ein besonders starkes, ausgeprägtes und soziales Verantwortungsbewusstsein. Es ist ein Recht
was Menschen haben, die Hilfe brauchen, dass sie möglichst professionelle Unterstützung bekommen, die natürlich bezahlt werden muss von der öffentlichen Hand. Und da habe ich gar kein schlechtes Gewissen, ohne Idealismus und Hoffnung vor allem, das, was zu erreichen ist, geht gar nichts. Und man muss sich Ziele setzen und sich nicht das Scheitern schon von vornherein geben. Scheitern tut man sowieso genug unterwegs. Aber klare Zielsetzungen, die auch berechnet werden und Konzepte erstellt werden, die dann eingereicht werden, wo wir überall öffentliche Gelder bekommen, die müssen Hand und Fuß haben. Und da bedarf es viel Idealismus, weil das muss alles ehrenamtlich passieren. In 3 Monaten beginnt die Fußball-Europameisterschaft in Österreich und der Schweiz. Unsere Mannschaft muss ja in der Vorrunde gegen Deutschland, Kroatien und Polen antreten. Also der Einzug ins Viertelfinale wird nicht ganz einfach werden. Und genau dieses Viertelfinale ist jetzt Thema in unserer Umfrage. Der Europameisterpokal war in Tirol schon kurz zu Besuch. Und alle Mannschaften träumen natürlich davon, diesen am Ende der EM in Händen zu halten. Wie viele Mannschaften schaffen es aber eigentlich in dem Viertelfinale? 8, glaube ich. Nein, ich weiß nicht, ich käme im Fußball nicht aus. Und dann fällt das Achtelfinale noch vorher? Nein, es ist gleich das Viertelfinale. Aha, dann sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Keine Ahnung, da können sie gleich mein Mann oder meine Buben fragen. Also im Viertelfinale? Ja. Weiß ich nicht. 8? Ja? Oh, 4 wahrscheinlich. Oder, nein, 8 ist nicht. Warum nicht 4? Weil das heißt ja Viertelfinale. Ja, das ist nachher, das... Nein, Moment. Zum Schluss sind 2. Nein, 8, gell? Weil die gegeneinander spielen, 8 sind 4 gegeneinander. 4, oder? Gute Frage. 4. Bei der Viertelfinale, ja. Viertel sind dann nach dem Namen die letzten 4, nicht? Viertelfinale 16. 4? Na, 2, Mann. Ein Viertelfinale sind 4. 8. Warum 8? Warum heißt es dann Viertelfinale? Keine Ahnung. Ich glaube, es sind 8. Wenn nur die gewinnen, die 4, die gehen weiter. Also deswegen Viertelfinale, weil dann 4 weiterkommen. Genau, Viertel, dann am Ende sind Viertel von einer Torte ist ein Viertel. Und die Torte heißt EM. Wie viele Spiele wird es denn dann geben im Viertelfinale? Ja, im Viertelfinale 8, nicht? 8 Spiele mit 4 Mannschaften? Ja, sicher, oder? Nein, da muss ja jeder mit jedem und wieder und oh Gott. Nein, frag's mir was Leichtes. Es sind 8 Mannschaften, ja, und es werden pro Spiel 2 Mannschaften gegeneinander spielen. Ist das richtig? Ist soweit gesagt, so ist das richtig. Okay, dann bin ich nicht gerne nicht so die Deppen, die dann irgendwo kommen. Nein, ich hatte ja was auch nicht, oder? Das ist natürlich richtig. Im EM-Viertelfinale treffen 8 Mannschaften in 4 Paarungen aufeinander. Drücken wir die Daumen, dass Österreich es ins Viertelfinale schafft. Und vielleicht halten Österreichs Kicker am Ende sogar den EM-Pokal in Händen. Denn Träumen ist schließlich erlaubt. So wirkliche Frühlingsgefühle kommen ja beim momentanen Tiroler Wetter noch nicht auf. Ob es in den nächsten Tagen vielleicht etwas wird mit dem begehrten Sonnenschein, das zeigen wir Ihnen gleich in der Tirol TV Wettervorschau nach einer kurzen Pause. Dann die große Frühjahrsreinigungsaktion, bei der alle aus Kufstein für eine schöne Festungsstadt sorgen. Die Vorschau für die nächsten Tage bringt für Nordtirol recht wechselhaftes Wetter. Wolken, Niederschläge und Sonnenschein präsentieren sich abwechselnd. Die Temperaturen liegen zwischen 2 und 12 Grad. In Südtirol sind die Aussichten ein wenig beständiger. Hier soll es noch zu einzelnen Wolkenbildungen kommen, großteils dominiert jedoch die Sonne. Die Temperaturen liegen zwischen 4 und 15 Grad. Die Bauernregel wird Ihnen präsentiert von Samen Schwarzenberger. Ist der April windig und trocken, lasst das Wachstum stocken. Gartenmöbel aus wetterfestem Holz liegen absolut im Trend, und wenn sie dann auch noch aus Teakholz sind,
sind sie in ihrer Qualität nicht mehr zu überbieten und lassen sich außerdem wunderschön mit anderen Materialien kombinieren. Wir statten jetzt dem Teakhaus in Rumba Innsbruck einen Besuch ab. The Teakhaus in Innsbruck ist spezialisiert auf Teakholzmöbel für den Außenbereich, sprich Garten, Terrasse oder Balkon. Egal ob Einzelperson oder für Großfamilien, hier findet jeder ausreichend Sitzkomfort und den passenden Tisch. Alle ausgestellten Möbel sind von Hand gefertigt, jedes Stück ist daher ein Unikat. Unsere Möbel kommen aus Indonesien, werden für uns produziert von Tischlerfamilien, die in viel, viel Handarbeit und Kleinarbeit unsere Möbel herstellen, in der Art und Weise und in der Menge, wie wir sie hier benötigen. Teak ist ein dichtes Hartholz mit hohem natürlichen Ölanteil. Diese Inhaltsstoffe machen das Holz enorm wetterfest. Eine Verwitterung oder Verschmutzung findet nur an der Oberfläche statt und ist leicht zu reinigen. Aufgrund dieser Eigenschaften ist das Teakholz sehr beständig gegen Pilze und Insekten. Neben der Vielfalt der Möbel bietet das Teakhaus auch zahlreiche Accessoires. Angefangen über Buddha-Statuen bis hin zu Tischläufern und Schalen in verschiedensten Formen und Größen. Unter anderem werden auch Teakholz-Parkettböden angeboten. Das gesamte Sortiment ist lagernd. Die bestellten Teakmöbel werden auch tirolweit zugestellt. Ein Besuch im Teakhaus in Rumba Innsbruck lohnt sich immer. Alles unter einem Dach, so heißt es bei Alois Meyer bereits seit 1862. Seit damals stellt man sich auch in den Dienst der Bauwirtschaft. Familie Schlaumeier ist beim Renovieren und will, wie der Name schon sagt, natürlich alles besonders schlau machen. Daher führt sie ihr Weg auch nach Wörgl. Familie Schlaumeier hat eine große Renovierung ihres Eigenheimes geplant. Schlau wie sie sind, führt sie ihr erster Weg zu Alois Meyer nach Wörgl, denn der verspricht ja Keller bis Dach, alles vom Fach. Ja, die Firma Alois Meyer gibt es mittlerweile nun seit 146 Jahren, ist als Familienunternehmen geführt, bereits in der fünften Generation. Unser Hauptabsatzgebiet ist der Großraum Wörgl, Bezirk Kufstein, Kitzbühel, Schwarz. Familie Schlaumeiers Rundgang beginnt in der Ofenabteilung. Wärmen soll er und schön soll er natürlich auch sein, der neue Ofen. Selbstverständlich gibt es dann für jeden Häuselbauer bzw. Umbauer, Renovierer, Sanierer auch die ganzen Ausbauprodukte bei uns, wie man es so in der Ausstellung sieht, es fängt da praktisch vom Grundbaustoff an bis zum Dach. Der Ofen ist gefunden. Jetzt sind das Bad und die dazu passenden Fliesen an der Reihe. Bestens geschulte Mitarbeiter stehen Familie Schlaumeier mit Rat und Tat und ihrer Fachkompetenz zur Seite. Der Kunde ist König und... Er kann auch auf unsere Außendienstmitarbeiter zurückgreifen, die ihn dann vor Ort besuchen, die dann vor Ort die Maße nehmen. Beruhigen, falsche Maße gehören der Vergangenheit an. Es geht zu den Innen- und Außentüren und zum Sonnenschutz. Frau Schlaumeier wirkt tatsächlich erleichtert. Sie scheint dem Maßnehmen ihres Mannes doch nicht ganz zu trauen. Der Service bei Alois Meyer beeindruckt beide. Derjenige, der sich für den Umbau oder für den Ausbau interessiert, ist bei uns wirklich gut aufgehoben und hat alle Möglichkeiten, die Produkte dann letztlich auch zu finden. Wenn jetzt der passende Boden auch noch gefunden wird, ist der Rundgang einfach perfekt. Alois Meyer hält, was der Slogan verspricht. Keller bis Dach, alles vom Fach. Und man hat sich für einen neuen Parkettboden entschieden. Familie Schlaumeier ist glücklich. Nur Herr Zott, der Geschäftsführer, der hat noch ein kleines Problem. Und das ist das Problem, dass viele Häuselbauer bzw. Umbauer nicht wissen, was alles im Sortiment der Firma Meyer ist. Und aus dem Grund lade ich alle Interessierten herzlich zu uns ein in der Ausstellung, dass sie sich davon überzeugen können. Die Schlaumeiers sind auf alle Fälle überzeugt worden und sagen, Problem behoben. Auf zu Alois Meyer nach Wörgl. Wenn man schlau ist, geht man zur Firma Meyer, bevor man eine Arbeit beginnt. Überzeugen auch Sie sich. Egal ob neu, Ausbau oder Renovierung, seien Sie schlau. Alois Meyer, Keller bis Dach, alles vom Fach. Die Volksbühne Mills startet mit ihrem Stück Die drei Eisbären wieder einmal einen Frontalangriff auf unsere Lachmuskeln. Wir sind bei einer der Proben mit dabei gewesen und zeigen Ihnen jetzt schon einmal einen Vorgeschmack auf diese Komödie. Das ländliche Lustspiel von Maximilian Vitus spielt am abgelegenen Haldenecker Hof. Hier hausen die drei Brüder Peter, Pauli und Juliander. Die drei eingefleischten Junggesellen haben sich geschworen, dass keiner der drei je heiratet. Sollte das nämlich einmal der Fall sein, nachher haben wir einen Formel dabei,
Einzige Frau am Hof ist die alte, kratzbürstige Haushälterin Veronika. Doch die Ruhe am Haldenecker Hof bleibt nicht ungestört. Mit dem Auftauchen eines Findelkindes beginnt ein turbulentes Leben für die drei Sonderlinge. Und alle drei zeigen plötzlich ihre sanfte Seite. Regie in dem bayerischen Bühnenklassiker führt Helga Vöger. Bei dem Stück, das die Volksbühne Milz das letzte Mal vor 30 Jahren gespielt hat, wird eine einfache Botschaft vermittelt. Was man vielleicht zum Ausdruck bringen möchte in dem Stück, das ist die Liebenswürdigkeit der drei Eisbären, die nach außen hin hart wirken, aber der Kern, der innere Kern sehr weich ist. Und wenn das zum Publikum hinüberspringt, dann hat man es eigentlich erreicht. Hans Dusch, der in dem Stück Peter Haldenecker spielt, macht seine Rolle großen Spaß. Die kleinste Gaude ist eigentlich das, mit so einer Truppenband miteinander spielen, das Erarbeiten dieses Stückes und neben dem Beruf so eine Rollen zu lernen. Das ist eine totale Herausforderung. Und dann vor Publikum aufzutreten, das ist eine schöne Sache. Wie es den drei Junggesellen mit dem Findelkinder geht, kann man ab Freitag, 11. April sehen. Dann feiert das Bühnenstück Die drei Eisbären nämlich Premiere, und zwar um 20 Uhr. Der Tiroler Wasserkraftcup ist diesmal in Hochfügen mit einem Riesentorlauf zu Ende gegangen. Nach 20 Rennen können diesmal zwei Außenseiter die Gesamtwertung für sich entscheiden. Bei den Herren gewinnt Christoph Nachtschatten, bei den Damen Jessica Neuner. Beim Tirol-Cup-Finalrennen in Hochfügen ist der Schwarzer Bezirkstrainer René Haaser der Kurssetzer. Die Kriterien sind eigentlich der ganze Hang, weil er sehr selektiv ist. Ich glaube, wir haben einen fairen Lauf gesetzt für alle Läufer gleich und ich glaube, dass der beste Gewinner wird. Mit 36 Toren hat Haaser einen anspruchsvollen Riesentorlauf gesetzt. Am besten mit dem Kurs zurecht kommt Florian Stenk. Der Telfer fährt einen perfekten Lauf und gewinnt mit Laufbestzeit das Finalrennen. Bei den Damen fixiert Anna Dorecker aus Epps Laufbestzeit und gewinnt damit ihr erstes Tirol-Cup-Rennen. Entschieden wird beim letzten Saisonrennen auch die Gesamtwertung. Insgesamt sind in diesem Skiwinter 20 Bewerbe in ganz Tirol durchgeführt worden. Die Dominatorin der Rennsaison war Jessica Neuner. Mit Platz 5 im letzten Rennen wird die Delfrin zum ersten Mal Tirol-Cup-Gesamtsiegerin. Meine Punkte habe ich eigentlich hauptsächlich im Slalom geholt, weil da fahre ich besser. Und halt ja, im Riesentorlauf habe ich 2-3 gute Rennen gehabt und da habe ich noch gewonnen. Also solange man Spaß beim Skifahren hat, glaube ich, funktioniert es. Und das habe ich. Bei den Herren ist Christoph Nachtschatten der große Dominator. Mit 9 Siegen in Serie gewinnt der Rennläufer vom WSV Buch den Tirol Cup 2008. Insgesamt feierte Nachtschatten 10 Siege und holte sich einige Stockholplätze. Und eigentlich nach dem ersten Sieg eigentlich ist es eigentlich gelaufen vorher. Habe nicht nachgedacht über das. Ich mag das Eisige gerne und wenn es ein bisschen trennt, da bin ich eigentlich relativ gut und es am Tag mag gut. Eine erfreuliche Bilanz zieht nach dem letzten Saisonrennen der Renndirektor vom Tirol Cup, Wolfgang Heider. Die Qualität bei den Teilnehmern ist in der Rennsaison enorm gestiegen. Wir haben dadurch, dass wieder Kaderläufer dazugekommen ist, haben wir heuer erstmals jeden Riesentorlauf mit unter 20 Zuschlagspunkte. Das ist also wirklich sehr, sehr gut. Der beste Läufer hat 14. Das ist der Nachtschatten Christoph, der überlegen diesen Bewerb eigentlich gewonnen hat. Die Gesamtwertung mit 10 Einzelsiegen. Die Tirol-Cup-Rennserie wird es auch im nächsten Jahr geben, verspricht Heider. Es werden zwar gleich viele Rennen gefahren wie in diesem Winter, aber für die Rennläufer wird es mehr Slaloms geben. Was gibt es Neues aus der Festungsstadt? Diese Frage beantworten wir Ihnen jetzt gleich in unserem Themenschwerpunkt Lust auf Kufstein. Schauen wir uns um, dann ist Ostern schon wieder vorbei und wir haben auch schon wieder die Sommerzeit. Heuer geht alles irgendwie ziemlich schnell, vielleicht sogar ein bisschen zu schnell. Darum würde ich vorschlagen, Sie nehmen sich jetzt ein bisschen Zeit und wir schauen noch einmal zurück, was zu Ostern in der Festungsstadt so alles los gewesen ist. Ostern in Kufstein ist was ganz Besonderes. Schon in der Karwoche sind die Osterhasen der Kufsteiner Kaufleute unterwegs, um die ausgefüllten Gewinnscheine von den Kufsteiner Fachgeschäften abzuholen und natürlich auch hier und da ein paar Naschereien zu verteilen. Eines
eines ist auf alle Fälle sicher: Der Osterhase kauft hier in Kufstein ein. Wir haben jetzt unsere Osterhasenaktion mit Gewinnspiel, dass wir halt ein bisschen die ganzen Leute der Stadt ein bisschen auf Ostern einstimmen können. Und ein kleines Gewinnspiel ist aber ein netter Anreiz, oder, zu einem Shoppingbummel in der Stadt. Wir haben Gewinntarteln, die sind einfach zum Ausfüllen, überhaupt keine Hexerei. Spargeltorben gibt es zu gewinnen, Saisonkarten fürs Schwimmbad in Kufstein, Eintrittskarten für Wildbecher, für Wildpark. Und vieles mehr, aber wir müssen weiter, schnell noch was verstecken und dann ab zum unteren Stadtplatz. Es ist bereits Karsamstag und der Ostermarkt ist voll im Gange. Das Organisationsteam des TVP Ferienland Kufstein hat wohl einen direkten Draht nach oben, denn einen Tag zuvor war noch Regen und Schneefall. Umso bunter ist das österliche Treiben. Ob Urlaubsgast oder Einheimischer, jeder genießt den Markt und natürlich auch das Wetter. Wir haben natürlich heute auch Riesenfetten mit dem Wetter. Wir sind sehr glücklich drüber. Es war wieder ein Haufen Arbeit. Die Standbetreiber sind auch Gott sei Dank alle gekommen. Und es ist wieder jede Menge geboten, sei es handwerklich oder kulinarisch. Oh ja, an kulinarischen fehlt es wohl wirklich nicht. Und die Geister des kalten, langen Winters lassen sich auf die eine oder andere Art vertreiben. Tja, so wird in der Festungsstadt Ostern gefeiert. Das Fest der Auferstehung ist eben ein Fest der Freude. Mit erhobenem Zeigefinger etwas verbieten will, kommt die Message, kommt die Nachricht meistens nicht wirklich an. Das Jugendreferat der Stadt Kufstein versucht jetzt mit einer ganz speziellen Kabarettvorstellung den Jugendlichen das Problem des Alkoholmissbrauches näher zu bringen. Aber wie gesagt, eben nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern mit einem Angriff auf die Lachmuskeln. Was wird das wohl heute werden, fragt sich sicher so mancher Hauptschüler und Gymnasiast. Keiner weiß so recht, was ihn heute erwarten wird. Eines ist sicher, das Thema Jugend und Alkohol, das steht fest. Heute ist der Kabarettist Markus Linder da, der hat ein Kabarett für die Jugendlichen vorbereitet zum Thema Alkohol. Und er schlüpft in verschiedene Rollen, einmal ist er einer, der gerade Alkohol ausprobiert, einmal ein bestimmter Professor. Und das soll die Jugendlichen zum Nachdenken anregen. Mit gekonntem Schmäh und überzeugendem jugendlichen Wortschatz besticht der Kabarettist und schafft es, die jungen Festungsstädter mitzureißen. Dieses Programm heißt Selbst ist der Bengel und das Thema ist Jugend und Alkohol. Und das ist ein Auftragswerk, was ich im Land Vorarlberg für die Stiftung Maria Ebene entwickelt habe. Der Primarius Haller ist ja österreichweit bekannt als Drogenexperte. Und das war ein Projekt Mehr Spaß mit Maß für Jugendliche von 14 bis 18 und auch für Erwachsene. Und wichtig war uns allen, meinen Auftraggebern, mir kein Zeigefinger. Also nicht, dass ich als alter Depp den Jungen sage, was los ist, sondern eher an die Selbstverantwortung zu appellieren. Und noch etwas ist wichtig, kein Verbot von Alkohol. Darum heißt mehr Spaß mit Maß. Also es geht um das Maß halten und nicht um Verbote. Und genau das scheint das Zauberwort zu sein. Das Kufsteiner Jugendreferat hat auch für heuer wieder viele Projekte in puncto Jugend geplant. Heuer sind Projekte mit der überregionalen Jugendschutzgruppe geplant, also das heißt mit den umliegenden Gemeinden, aber auch in Kufstein selbst. Da haben wir Projekte für die Eltern geplant, die so ein bisschen dazu beitragen soll, das Bewusstsein der Jugendlichen zu stärken und noch vieles andere. Es gibt noch viel zu tun und das am besten gemeinsam und mit einer Prise Humor. Am Ostermontag ist die Kufstein Arena aus allen Nähten geplatzt. Der Grund dafür ist das internationale Osterpokalturnier des Judo-Clubs Volksbank Kufstein gewesen. Mit 600 Teilnehmern hat man wieder eine Rekordteilnehmerzahl erreicht. Das Judo-Osterpokalturnier in der Kufstein Arena ist voll im Gange.
587 Starter aus 84 Vereinen und 8 Nationen sind in die Festungsstadt gereist, um sich zu messen. Heuer sind 2 Nationen aus dem Norden dazugekommen. Ein Beweis für den Veranstalter, den Judo-Club Volksbank Kufstein, dass dieses Turnier weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt ist und geschätzt wird. Wir veranstalten heuer zum 16. Mal dieses Turnier. Heuer haben wir Starter aus 8 Nationen. Ganz neu ist Schweden und die Mongolei, die zu uns gekommen ist. Und mit 560 Startern bis jetzt haben wir wieder ein Rekordturnier. Es ist einfach die Kufstein Arena, ein super Platz. Mit der Volksbank Kufstein habe ich einen guten Sponsor und die Freier und ich, wir schauen, dass wir das nur eine Zeit lang da machen. Die Familie Gasteiger schafft es immer wieder, Jugendliche für Sport zu begeistern. Diese Begeisterung und der Einsatz für die Jugendarbeit weiß auch der Sponsor, die Volksbank Kufstein, sehr zu schätzen. Die Jugend zu unterstützen heißt auch, sie wegzubringen von der Straße im Sinne von weg von Alkohol, weg von Nikotin. Sie haben dadurch eine sinnvolle Aufgabe und wenn man da unterstützen kann, sind wir sehr gerne dabei. Es ist eine Freude, hierher zu kommen. Es ist eine volle Turnhalle. Es sind über 8 Nationen hier. Es ist sehr viel Jugend hier mit den Eltern. Also da fühlen wir uns sehr wohl und kann man den Veranstaltern nur dazu gratulieren. Die Teams aus Deutschland und Ungarn liefern sich wie immer die heißesten Kämpfe. Doch auch die Tiroler Vereine machen eine gute Figur, allen voran der WSG Wattens. Es reicht aber nur für den 4. Platz. Die beiden ersten Plätze gehen nach Deutschland mit den VfL Sindelfingen, gefolgt von JV Pfalz. Den 3. Platz erkämpft sich das ungarische Team. Wie jedes Jahr glänzt das Turnier durch eine reibungslose Organisation. Und eines ist sicher, nächstes Jahr am Ostermontag ist die Kufstein Arena abermals fest in der Hand der Judoka. Weiter mit starken Motoren und schicken Autos. Kurt Bernard präsentiert Ihnen wieder das Neueste aus der Autobranche. Lassen Sie mit dem neuen Zafira von Opel einen bleibenden Eindruck. Damit darf ich Sie recht herzlich zu einer neuen Ausgabe des Motormagazins hier auf Tirol TV begrüßen. Bestleistungen wie diesen Zafira von Opel zu überbieten, ist gar nicht so einfach und doch ist es den Machern wieder gelungen. Gut zu wissen ist aber, dass unter dem neuen stylistischen Aussehen diese deutsche Wertarbeit und die Vielseitigkeit, die man sich von Opel einfach erwartet, dennoch geblieben ist. Wir werden Ihnen heute im Laufe des Motormagazins über den Zafira einige dieser Neuigkeiten zeigen und auch erklären. Jedes Frühjahr erfindet sich sozusagen die Autobranche aufs Neue und stellt dann diese Ergebnisse bei den diversen Ausstellungen und Automessen aus. So zum Beispiel auch beim Genfer Autosalon. Hier einige Eindrücke davon. Der Mazda 2 Sport, die dreitürige Modellversion, feiert Weltpremiere. Der Dreitürer wirkt dank stark ausgeprägter Kaltform und rassiger Optik um eine Stufe sportlicher als das fünftürige Modell. Passagiere des Mazda 2 Sport büßen im Vergleich zum Fünftürer weder Platz noch Komfort ein. Als Antriebsquellen stehen die quirligen Benzinmotoren sowie der 1,4 Liter Common Rail Dieselmotor zur Verfügung mit einem Leistungsspektrum von 68 bis 103 PS. Alle Motoren sind auch aus dem Fünftürer bekannt und glänzen durch hohe Effizienz sowie geringe CO2-Emissionen, die zwischen 114 und 140 Gramm pro Kilometer liegen. Ab September 2008 startet der Mazda 2 Sport in Österreich. BMW präsentiert in Genf den X6 und definiert damit auch gleich eine neue Fahrzeugklasse. Er will kein schnödes SUV sein, sondern kombiniert die Präsenz eines sogenannten SAV, also eines Sport Activity Vehicle, mit der Fahrdynamik eines Sportwagens. BMW nennt das SAC ein Sport Activity Coupé. Der X6 ist mit seinen neuen Proportionen und der fallenden Dachlinie nicht nur optisch der sportlichste BMW der X-Modelle. Er ist 4 cm niedriger und 3 cm länger als der X5, auf dessen Bodengruppe er aufbaut. Die Motorenpalette reicht von 235 bis 407 PS. Ab rund 65.000 Euro wird der X6 ab 31. Mai bei den BMW-Partnern erhältlich sein. Die
erste Generation des VW Scirocco wurde vor 34 Jahren ebenfalls in Genf präsentiert. Jetzt feiert Volkswagen das Comeback des legendären Zweitürers. Dank seines langgestreckten Kombi-Coupé-Daches bietet der vier Erwachsenen Platz und ist damit der Sportwagen für jeden Tag des Jahres. Angetrieben wird der Scirocco von vier ebenso drehmomentstarken wie sparsamen TDI- und DSI-Motoren. Mit einem Leistungsspektrum von 122 PS bis 200 PS. Die Markteinführung der Scirocco erfolgt im Herbst. Bereits im Sommer bei VW wird es den neuen Passat CC geben. Die Kennzeichen Coupé-Design, aber vier Türen. Souveräner Komfort mit purer Dynamik und sportliches Interieur mit Raum ohne Kompromisse. Volkswagen wird den Passat CC ausschließlich mit hochmodernen Direktanspritzern von 140 bis 300 PS anbieten. Skoda stellt in Genf die neue Generation des Skoda Superb, der eleganten Limousine der gehobenen Mittelklasse, erstmals offiziell vor. Im geräumigen, hochwertig verarbeiteten Interieur finden die Insassen viele praktische Lösungen und einen voluminösen Kofferraum. Der großzügige Innenraum der Vorgängergeneration wurde noch weiter vergrößert, was den neuen Superb zu einem der geräumigsten Fahrzeuge seiner Klasse macht. Der neue Superb wird ab Spätherbst mit Motorisierungen von 125 bis 260 PS angeboten. Auch die umweltschonende Greenline-Variante ist dabei, die sich durch 136 Gramm CO2-Ausstoß pro Kilometer auszeichnet. Seat nutzt den Genfer Autosalon um den Prototyp des neuen Sportcoupés Bocanegra, ein Fahrzeug, welches Eigenständigkeit und Sportlichkeit ausstrahlt, der Öffentlichkeit zu präsentieren. Es ist dies der Beginn der neuen Produktoffensive von Seat, in dessen Rahmen die Markteinführung der neuen Ibiza-Generation gefeiert wird. Der Bocanegra bietet auch einen Einblick in die künftige Designsprache von Seat und steht für das Design Chef Luc Donkerwolke verwirklichte Konzept funktionaler und gut aussehender Fahrzeuge. Audi präsentiert den A4 Avant. Zur hohen Fahrdynamik und zum faszinierenden Qualitätsgefühl des Audi A4 liefert der Avant ein Plus an Nutzwert für Sport und Freizeit. Sein dynamisch elegantes Blechkleid birgt einen Gepäckraum von bis zu 1430 Liter Volumen und viele durchdachte Detaillösungen. Er geht mit fünf kraftvollen Motoren an den Start. Der Verbrauch ist gegenüber dem Vorgängermodell im Schnitt um bis zu 14% gesunken. Die Markteinführung des Audi A4 Avant soll Ende April erfolgen. Der Anstieg beginnt bei 33.360 Euro. Der Ausblick zum See ist perfekt, nur die Luft- und Wassertemperaturen sind wahrscheinlich noch etwas zu kühl, um die Badesaison schon zu genießen. Was Sie allerdings genießen können, ist jetzt schon der Ausblick in den Kofferraum des Zafira. Und er ist wirklich prädestiniert für eine Familie, die baden geht und dementsprechend viel Gepäck mit hat. Oder wo eben sieben Personen mitfahren zum Baden. Der Zafira ist der ideale Familien-Van. In unserem nächsten Beitrag geht es ebenfalls um ein Familienauto, allerdings um eine Familienlimousine, und zwar der neue C5. Bei Citroën Bernhard in Langkampfen haben wir dieses Fahrzeug vorab für Sie schon einmal getestet und uns angesehen. Und er ist wirklich erstaunlich. Und wir hatten das große Glück, eine wahre Citroën-Legende mit dabei zu haben bei diesem Autovergleich. C11 Baujahr 1952 und der C5 Baujahr 2008 zeigen eindrucksvoll die Citroën-Entwicklung der letzten Jahrzehnte auf. Was beiden aber gleich anhaftet, ist ihre Einzigartigkeit, ihr Charme und ihr französischer Chic. Bernhard Seisel ist vom C5, den er den Kunden bei Citroën Bernhard in Langkampfen in Zukunft präsentieren wird, besonders angetan. Das Auto ist wahnsinnig komfortabel, das ist von der Qualität her nicht mehr vergleichbar mit den Vorgängern. Wir haben einen 1er C5 gehabt, einen 2er C5. Die dritte Auflage von dem Fahrzeug ist kein Vergleich mehr, das ist ein Wahnsinn. Also der Fahrkomfort, leistungsmäßig, Innenraum ruhig. Das Design ist komplett neu, das ist ein komplett neues Fahrzeug. Der C5 II war ein Facelift vom 1er, von dem her war im Prinzip 2019er Plattform. Und das Fahrzeug ist komplett neu, also das kann man nicht mehr vergleichen. Jeder, der nicht unbedingt dasselbe Auto wie der Nachbar haben will, der auf Komfort und Eleganz hält und viel Fahrer, sollten den C5 ins Auge fassen. Es gibt mal als HDI-Variationen mehrere von dem, der 109 PS, 136 PS und 2,7 Liter V6 Explosivautomatik.
Das ist natürlich ein Wahnsinnsauto von dem, wo wir in der Klasse sicherlich stark dabei sind, sage ich mal. Der Innenraum überrascht mit hochwertigen Materialien wie Leder und Aluminium. Die Verarbeitung legt bis ins Detail Wert auf Design. Optisch, technisch und qualitativ eine französische Meisterleistung. Serienmäßig 2-Zonen-Klimaautomatik, ABS, ESP, Anti-Schlupfregelung, das haben wir alles serienmäßig. Die Wärmeschutz-Rundumverglasungen drauf. Wir haben 7 Airbags standardmäßig drinnen, erweiterbar bis auf 9. Eine Wahnsinnsgeschichte, wir haben die volle Punktebewertung bei dem MTC Crashtest. Der C5 besticht weiter durch sein hydroaktives Fahrwerk und ist durch seine aufwendige Dämmung extrem leise. Der 136 PS Diesel überzeugt auch sportliche Fahrer. Die Versionen 177 und 207 PS sind top. Der C5 ist ein Fahrzeug für jedermann. Ja, ich würde mal sagen, von jung bis alt, also wirklich quer durch die Bank durch. Natürlich unsere nach wie vor Citroën-Fahrer hoffen wir, dass sie stark dabei bleiben. Bin überzeugt, wir haben da ein Wahnsinnsprodukt geschaffen. Aber auch die Jungen, dass die ein bisschen mehr kennen. Französischer Chic und Charme ab 24.000 Euro. Man muss ihn einfach bei Citroën Bernard in Rankampfen einmal testen, um ihn kennen und schätzen zu lernen, den neuen C5. Ja, vom Straßenverhältnis her, von der Leistung her, ist einfach ein Traum. Man muss ihn selber fahren. Komfortabel und flott. Einfach ein Hingucker. Der neue Star aus Frankreich. Kinder mit im Spiel sind. Und auch da spielt der Zafira von Opel wirklich in der obersten Liga mit. Dank des intelligenten Opel SafeTech Sicherheitssystems erreichte der Opel Zafira beim NCAB Crashtest in Europa die Höchstwertung von 5 Sternen. Also er ist wirklich eines der sichersten Fahrzeuge. Zudem kann man beim Zafira unter 9 verschiedenen Motorvarianten auswählen. Also es ist gewährleistet, dass jeder für sich selber persönlich das richtige Auto findet. Was es sonst noch in der Autobranche an Neuigkeiten gibt, zeigen wir Ihnen jetzt in den News. Alfa Vito heißt der neue Alfa Romeo im Kompaktformat und verbindet damit die Vergangenheit und Zukunft der Marke. Mi steht für Milano, die Stadt der Mode, in der die aufregenden Formen des Fahrzeugs entstanden. Und To für Torino, die Stadt der Technik, in der es gebaut wird. Als erster Vertreter seines Segments bietet der Alfa Vito eine vernetzte Fahrdynamikregelung, die dem Fahrer 3 Fahrprogramme für jeweils optimale Fahreigenschaften anbietet. 4 Benzin- und Dieselmotoren, alle in Kombination mit modernster Turbotechnologie, decken beim Alfa Vito zur Markteinführung im September ein Leistungsspektrum von 90 bis 155 PS ab. Der neue Mazda 2 erhält auf der International Auto Show in New York eine der bedeutendsten Auszeichnungen weltweit. Er wurde zum Weltauto des Jahres 2008 gewählt. Unter 39 nominierten Mitbewerbern kürte eine Fachjury von 47 internationalen Motorjournalisten den Mazda 2 als Sieger. Als Gesamtsieger setzte sich der Spross der Mazda-Familie gegen die Mercedes C-Klasse und den Ford Mondeo durch und erhält eine der bedeutendsten Auszeichnungen der Automobilbranche. Der neue Mazda 2 heimste bereits den großen österreichischen Automobilpreis ein. Der BMW 118d ist auf der New York International Auto Show 2008 durch die Wirksamkeit der Entwicklungsstrategie BMW Efficient Dynamics zum World Green Car of the Year gekürt worden. Mit diesem Titel zeichnet die Jury Fahrzeuge und Technologien aus, die einen gezielten Beitrag zur Emissionsreduzierung leisten. Der BMW 118d überzeugte die Experten insbesondere aufgrund seiner konkurrenzlos günstigen Relation zwischen Fahrvergnügen und Wirtschaftlichkeit. Sein 2,0 Liter großer Vierzylinder-Dieselmotor leistet 143 PS und beschleunigt das Fahrzeug in nur 9 Sekunden von 0 auf 100 Kilometer. Dem stehen ein Durchschnittsverbrauch von 4,5 Liter je 100 Kilometer im EU-Testzyklus und ein CO2-Wert von 119 Gramm je Kilometer gegenüber. Mit einer außergewöhnlichen Sonderausstellung tritt das Audi Museum Mobile in Ingolstadt von 12. März bis 30. Juni 2008 auf den Plan. Macht und Pracht, Staatskarossen im Audi Museum Mobile, lautet der Titel. Audi Tradition beschränkt sich dabei nicht auf die Präsentation von Fahrzeugen aus der eigenen Unternehmensgeschichte. So sind 2 Höhepunkte der Schau zweifelsohne Staatskarossen der Herren des Kalten Krieges. Der stark gepanzerte Seal 111G von Nikita Khrushchev sowie ein Lincoln Continental, wie er von John F. Kennedy gefahren worden sein soll. Mit dem 476 PS starken Porsche RS Spyder holten Timo Bernhard, Romain Dumas und Emmanuel Collard in einem aufregenden und bis zur letzten Runde spannenden Rennen den 18. Gesamtsieg für Porsche beim Sportwagen-Klassiker in Florida in Sebring und starteten damit optimal in die American Le Mans Series 2008. Den Porsche Triumph komplettierten Butch Leitzinger, Marino Franchitti und Andy Lally mit dem 2. Platz.
Opels interaktives Fahrsystem verleiht dem Zafira eine unglaubliche Straßenhaftung, also Fahrspaß pur. Und das Ganze setzt sich auch im Innenraum des Fahrzeuges fort. Die neu durchgestylten und designten Armaturen sind übersichtlich angeordnet und es ist wirklich ein Vergnügen, mit diesem Auto zu fahren. Hier sieht man, dass Opel eben auf eine lange Tradition zurückblicken kann. Um Tradition geht es auch in unserem nächsten Beitrag, und zwar dem Land Rover. Seit 60 Jahren werden von Land Rover Qualitätsfahrzeuge fürs Gelände gebaut. Die Kunden von Unterberger Denzel hatten jetzt die Gelegenheit, ihren Land Rover im Fahrsicherheitszentrum Zenzenhof-Sörmern richtig durchzutesten. Bei dem Land Rover Experience Day 2008 dreht sich alles um die unverwüstlichen Allradfahrzeuge. Bereits zum vierten Mal ist Land Rover zu Besuch beim ÖMTC Fahrsicherheitszentrum Tirol. Und dieser Ort eignet sich natürlich optimal für eine solche Präsentation. Wir haben da alle Möglichkeiten, erst einmal on-road, dass wir die Fahrzeuge on-road testen. Wie gesagt, bei unserer sogenannten FT1, die Schleuderplatte, wo die Fahrzeuge wirklich in Extremsituationen kommen. Man kann probieren, eben die technischen Einrichtungen, wie sich die Fahrzeuge auch auf der Straße verhalten. Dann haben wir, wie gesagt, hier das Offroad-Gelände, wo man auch wirklich sieht, was die Fahrzeuge im Offroad leisten können, wo man ja zu Fuß teilweise gefährlicher am Weg ist als mit dem Auto. Und dann haben wir noch den Handling-Parcours, wo man wirklich einmal die fahrdynamischen Eigenschaften der Fahrzeuge auf trockenen Untergrund, auf normalen Straßenuntergrund testen kann. Und das ist natürlich ein ideales Gelände, um solche Präsentationen zu machen. Rund 150 Land Rover-Begeisterte testen die verschiedenen Land Rover vor Ort auf Herz und Nieren. Experten erklären ihnen dabei alle wichtigen Details zum Handling der Fahrzeuge. Bei dem Land Rover Experience Day 2008 können alle aktuellen Land Rover-Modelle getestet werden. Natürlich der Ur-Land Rover, unser Defender, dann schon der Freelander, ohne Untersetzungsgetriebe, aber mit sehr guten Geländeeigenschaften, und dann die Luxusfahrzeuge Discovery, Range Rover, Range Rover Sport, Motoren, 6-Zylinder, 8-Zylinder, Diesel, Benziner, Kompressormotoren, alle Fahrzeuge sind heute zu testen. Den Teilnehmern macht es sichtlich Spaß, einmal so richtig auszuloten, wozu ein Land Rover alles fähig ist. Das war echt super, muss ich sagen. Überhaupt, wenn wir die Steigung hochgefahren sind, der hat alles selber hergekippt und da brauchst du kein Gas, gar nichts gebremst. Das ist echt gewaltig, genau, mit Dauerform. Da hast du ein bisschen Stoff gegeben und du merkst, wie alle Radeln irgendwie umheben, noch eine Fahrt zu zerchen. Gell. Und da haben wir die Steigung, kannst du wieder wirklich kein Vergas, übernimmt man das wieder selber als Auto und fahrt weiter. Wer bei dem Land Rover Experience Day 2008 nicht dabei war, kann natürlich auch jederzeit bei einem Land Rover Händler in Tirol wegen einer Probefahrt vorbeischauen. Woche. Inszeniert hat den Thriller Gregory Hoblit. In den Hauptrollen sehen Sie Diane Lane und Colin Hanks. Eine FBI-Agentin versucht, einen Serienkiller, der seine Taten im Internet zur Schau stellt, dingfest zu machen. Der Filmtipp wird Ihnen präsentiert von Concord Card Casino. Gestern gegen 11 war die Seite dann weg für immer, hoffte ich. Und die FBI-Agentin Jennifer Marsh ist einem brutalen Serienkiller auf der Spur, der sich die Sensationsgier der heutigen Gesellschaft zunutze macht. Der brutale Killer überträgt seine Morde per Videostream live im Internet und lässt seine Opfer mit jedem weiteren Besucher schneller und brutaler sterben. Und wie soll das funktionieren? Diese Schnitte sind doch bloß oberflächlich. Es geht um die Blutung, nicht um die Schnitte. Sehen Sie diese Box? Wir glauben, sie reguliert die Flüssigkeit, die dem Opfer injiziert wird. Ich schätze, in diesem Tropf ist ein Antigerinnungsmittel. Davon habe ich eine Liste hier. Das gebräuchlichste ist Heparin. Richtig dosiert kann es Leben retten. Falsch dosiert macht es einen zum Bluter. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, der nicht nur in der realen Welt, sondern vor allem im Internet stattfindet. Ich habe die Daten von Whois. Der Provider heißt Blue Sky. Benutzername und Passwort bitte. Hast du jetzt? Natürlich versucht das FBI, die Seite vom Netz zu nehmen. Vergebens. Hanks Restaurant? Die Seite hat er auch gehackt? Nein, da geht das halbe Büro zum Essen hin. Der verarscht uns. Er wollte, dass wir das hier entdecken. Es folgen weitere Morde. Ein Ende ist nicht abzusehen. Und irgendwann werden sogar Jennifer und ihre Tochter Spielbälle im Game des Cyberkillers. Mom, hier ist ein Video von unserem Haus auf dem Computer. Sieh dir an, was du willst. Thank you.
Hagrid, morgen. Untraceable. Gute Schauspieler und eine abwechslungsreiche Handlung garantieren einen spannenden Kinobesuch. Bleiben Sie da, ich schicke ein Einsatzkommando hin. Bleiben Sie einfach da. Okay. Untraceable, also Gänsehaut demnächst in unseren Kinos. Auch in der kommenden Woche sehen Sie wieder die Highlights der heimischen Kinowelt. Was Sie ansonsten noch in unserem Land unternehmen können, das sehen Sie nun in den Tirol-Tipps. Gemeinsam mit dem Tiroler Echo präsentiert Hansi Hinterseher seine Von-Herz-zu-Herz-Tournee. Am 25. April ist dieser besondere Event in der Innsbrucker Olympiahalle zu sehen. Hansi Hinterseher und seine Freunde vom Tiroler Echo sind ein Garant für gute Laune. Einlass ist um 19 Uhr, das Konzert beginnt um 20 Uhr. Seien Sie mit dabei, wenn Tirols Aushängeschild Nummer 1 musikalisch sein Bestes gibt. Am 8. April gastiert Christina Stürmer in Innsbruck. Im Rahmen ihrer Akustik-Lautlos-Tour gibt es im Kongress Innsbruck ein Konzert der Extraklasse. Einlass ist ab 19 Uhr, Konzertbeginn ist um 20 Uhr. Karten für dieses Event gibt es bei der Volksbank mit Aktivkartermäßigung, bei Ö-Ticket und beim Libro. Außerdem können Sie mit TirolTV Karten für das Konzert gewinnen. Einfach eine Mail an christina@tiroltv.at schreiben, Name und Anschrift nicht vergessen und Sie sind möglicherweise mit dabei bei Christina Stürmer am 8. April im Kongress Innsbruck. Das war's auch schon vom Tirol TV Magazin. Im Namen der Redaktion sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Am Dienstag wird unser Programm wieder für Sie gewechselt. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.